Vorteile, nur 4 interessiert mich dann nicht. Was haben wir sonst? Wir haben da mal was zu tun. Da und da mal was. Sonst, wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben sogar eigentlich noch relativ viel vor uns. Eigentlich relativ viel. Müssten mal herumfliegen gehen. Wenn wir wirklich gar nichts mehr zu tun haben, müssten wir eigentlich herumfliegen gehen. Ich schnapp mal gerne mal das Auto. Ah, da schnappe ich mir auch gleich mal ein bisschen was. Geblindet. Und treten und let's go. Da bin ich dann auch wieder gespannt. Vielleicht finden wir auch dann wieder in so eine Liste. Das wäre ideal. Aha. Da haben wir sogar eine Story-Mission. Hey, Bro. Irgendein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker soll angeblich auf seiner Ranch tonnenweise Sprengstoff horten. Das Zeug könnte sehr nützlich sein für den Widerstand. Neuer Charakter. Ah, dieser neue Charakter. Ah, ist auch nicht schlecht. Ist auch gut zu wissen. Neuer Charakter. Und denke ich, ja, sind auch Gegner hier anwesend. Ich bin nicht da. Bin nicht da. Wieso? Ernsthaft. Oh mein Gott. Nur wegen dem Teil da. Nur wegen dem Teil da konnte er nicht weiter aufklettern. Wollten sie mich verarschen? Ach du Scheiße. Oh. Ich sag mal, danke. Holy shit. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Hi, was hast du für Informationen? Immer gesagt, aber keiner wollte es hören. Die Sekte produziert seit Jahren Drogen in der Düngerfabrik. Und jetzt kippen sie den Scheiß ins Wasser. Du musst die Anlage hochnehmen. Gerne. Sektner. Ah, so ging wie die Sekten aus dem Posten. Na also, perfekt. Jetzt verstehen wir's. Jetzt verstehen wir es, wie wir zu dem einen oder zum anderen kommen. Das ist geil, das ist geil. Und dann vielleicht auch noch den einen oder anderen, das ein oder andere Fass vielleicht hier auch noch. Gibt es eigentlich rundherum ein Fass? Kann ja auch möglich sein. Kann ich nicht wissen. Aha, da in der Nähe gibt es noch wieder eine Informationsstelle. Müssen wir hin. Im Laufenbach. Kann man das... Ah, müssen wir schieben. Einmal so, zack. Yes, dann nehmen wir gleich mal das Fahrzeug. Kommen gleich mal nach hintere. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt das Radio? Okay. Ha! Aber arg, wie viele da so Bunkers haben oder so. Wie werden die so paranoid oder so? Arg, faszinierend. Faszinierend. Ich frage mich wirklich, ob die wirklich so viele Bunkers dort haben oder ob das jetzt nur so, ob sie nur so viele Bunker jetzt gemacht haben, weil da, wenn man da jetzt gut sammeln könnte oder so, würde mich wirklich sehr interessieren. Ah, perfekt, das Türchen geht auf. Ha, Vorteile, nice. Gleich mal 3, da war dann auch ein bisschen was. Zack, zack. Könnten wir natürlich mehr verkraften, aber nein, gut. Ja, ich nehme auch gleich mal das. Haben wir irgendwas in der Nähe? Wir haben... Aha, da haben wir sogar eine Mystery-Mission, geil. Die ist sogar noch dabei. Trotzdem... Wir haben... irgendwas in der Nähe gesehen, irgendwas... Wie ich da hingefahren bin, haben wir sowas wie eine Informationsstelle gesehen. Ja, genau, da haben wir Informationen. Perfekt. Hallöli. Servus. Ich will nur ganz kurz stehen. Ich bin froh, dass du John beseitigt hast. Das Bahngelände gehört schon ewig der Sekte. Mir war nie klar, was die mit dem ganzen Metall dort anfangen. Aber jetzt heißt es, sie würden Käfige und sowas daraus bauen. Was soll der Scheiß? Huh. Interessant.
So, und wir schauen uns jetzt mal um, was wir vielleicht irgendwo in der Nähe haben. Okay, wir haben da Außenposten, da Außenposten. Wir haben da ein Prepper-Versteck. Wir haben da eine Mission auf uns. Ich würde mal sagen, zählt eigentlich so ein Prepper-Versteck eigentlich als Mission? Ist eine gute Frage. Ist wirklich eine sehr interessante Frage. Ob sowas zählt oder nicht. Ha. Oh shit. Das geht schon wieder nicht kaputt. Wer hat's einmal gefunden? Super. Super.